Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Knights of Pen and Paper. Nach ungefähr gefühlten 2 Jahren des nicht mehr Aufnehmens bin ich wieder da. Ich sollte noch offline gehen. Egal. Ja. Ihr fragt euch bestimmt jetzt alle, wieso hast du nicht mehr, keine Videos mehr hochgeladen und sonst was? Ich muss erst sagen, ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen. Seit Weihnachten hatte ich keine Zeit mehr und bin in so einer Kreativpause, unkreativen Phase oder sonst was gewesen. Ich dachte, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, habe keine Ahnung, was ich machen könnte. Ich könnte noch meine Rewe-Hausaufgabe machen, aber darauf habe ich jetzt keinen Bock. Und dachte mir so, ja, ich könnte jetzt eigentlich noch ein bisschen aufnehmen und spiele ich gleich Knights of Pen and Paper. Weil ich bin auch momentan am Saints Row 3 spielen, also Saints Row the Third, weil ich Saints Row 4 nicht gekauft habe. Das habe ich mir, hier so der gute Sir Zillord hat mir links das Saints Row 3 gekauft. Ich werde ihm das Geld natürlich auch zurückgeben, weil es war ja so Sale noch und da hat er es für 5 Euro gekauft. Also ihm und mir, damit wir es noch weiter zusammenspielen können. Vielleicht mache ich mal ein Let's Play davon, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Werden wir auch bald ein neues Dings anschaffen, hier so ein neues Aufnahmeprogramm und zwar Action. Das ist besser als Fraps und zieht mir nicht so viele Ressourcen. Oh ja, und zudem habe ich jetzt, so gesehen, meinen neuen PC. Ich habe mir jetzt ein paar neue Teile gekauft, habe so einen neuen Prozessor, bin jetzt vom AMD Athlon 2, vom AMD Athlon 64, 2x3 GHz. Ich glaube, so hieß der ungefähr, ich weiß es nicht. Bin ich auf den AMD Phenom 4x3 GHz umgestiegen. Also habe ich einen Vierkernprozessor mit 12 GHz. Habe auch Dark Souls 2. Es läuft richtig, richtig flüssig. Also. Und das ist jetzt keine Ironie oder sonst was. Das stimmt wirklich. Ich habe da permanente 60 FPS. Habe mir auch mit der Nvidia GeForce 750 GTX geholt. TI, OC-Version, also hier so Overcore und so. Ich habe zudem jetzt auch hier so 150 FPS bei Knights of Pen and Paper, wo ich zuvor ungefähr nur 60 hatte. Naja, aber gut. Ist auf jeden Fall schon mal toll. Muss ich mal gucken, wie das dann ist, wenn ich Paravolt aufnehme. Naja. Soll ich mal sagen, dann machen wir hier mal weiter. Jetzt haben wir diese komische Lebensform, so viel ich weiß, gefunden. Ah ja, den hier. Den guten. Ich nenne ihn. Ich denke mal, der sieht mal aus wie Alf. Wenn ihr noch Alf kennt. Weiß ich nicht. So dieser Außerirdische, der gern Katzen gegessen hat. Und so. Unbekannte Lebensform. Ihr solltet gegen ein bestimmtes Monster kämpfen, um ein paar Dinge abnehmen und sie mir bringen. Was ich brauche, nennt sich Pixelfeder. Das Federmonster lässt sie fallen. Es ist etwas, um das sich noch nie jemand gekümmert hat, weil niemand seine wahre Bedeutung kennt. Und sag uns doch bitte, warum wir eine derart zähe Kreatur für dich besiegen müssen. Die Antwort ist einfach. Warum sollte ich in ein Spiel, das jeder schon mal gewonnen hat, einfach einfache Inhalte einbauen? Seid nicht so faul. Also, zu den Zaubern von der Ostküste reisen, kostet mich 10 Gold. Und wieder einmal seid ihr in diesen Ort zurückgekehrt. 6 Pixelfehler. Ihr könnt nicht vorbei. Ja, und ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil ich hoffe auch nicht, dass irgendwelche komischen Geräusche oder sowas hier kommen, denn mir ist in den letzten Tagen so ein bisschen, oh fuck, mein Headset runtergefallen, da mein Gehäuse etwas kleiner ist als mein zuvoriges und es
jetzt nicht so ganz guten Halt drauf hatte, auf dem Gehäuse, weil ich leg's immer aufs Gehäuse drauf. Und dann ist es runtergefallen. Fällt mir ein, ich sollte jetzt dann auch bald mal mein Geld holen. Ich muss sagen, ich war auch teilweise ab und zu so ein paar Tage in so einer Art Depressionsphase, da ich dass hier so einen Fall gab von Asuka Fall in Love und so. Und das ist wirklich so. Und da wurde ich dann so, abgewiesen. Lag vielleicht daran, dass die Person ein wenig jung war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich da dann auch noch so eine ganz, da war ich dann wirklich enttäuscht und sowas, aber so viel will ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Das vielleicht zu dem noch beigetragen und ich war, und ganz ehrlich, ich war auch dabei wirklich abgelenkt, hatte keine Lust aufzunehmen, weil es gab einfach so viele andere tolle Sachen, die ich hätte machen können oder gemacht habe. Denn, na gut, also in meinen Weihnachtsferien konnte man es wahrscheinlich verstehen. Weil da waren die ganzen Feiertage. Ich war sehr oft bei meiner Oma. Meine Oma hatte auch da Geburtstag. Da hatten wir dann den 80. gefeiert. Und dort, dann war Weihnachten. Danach waren die Feiertage, da war ich bei meiner Oma, da kam der Geburtstag. Dann war Silvester, da war ich wieder da und sowas. Dann hat auch der gute Dexter bei mir übernachtet. Oder eher gesagt, bei mir gepennt. Und wenn andere Leute so bei mir sind, dann kann ich schlecht aufnehmen. Da habe ich so eine Abneigung dagegen. Dass dann immer wenn andere Leute hier sind, dass ich dann aufnehme. Weil es mich einfach nur stört und ablenkt. Und ich bin dann nicht mehr so, der Typ, der ich so bin, wenn ich aufnehme. Und ich habe hier noch so einen kleinen Location-Wechsel. Das könnt ihr aber jetzt nicht sehen, weil ich habe hier keine Facecam. Und zwar, ich habe hier so, mein PC, ich habe mir jetzt so eine PC-Ecke gemacht. Und zwar, ich habe hier so eine Art L-förmiges Zimmer. Oder ehrlich gesagt, mein Zimmer hat so eine Form von so einem umgedrehten L. Also so, man kennt ja, so L ist so ein, hat so einen geraden Strich und so nach rechts so einen anderen, noch so einen zweiten Strich. Und mein Zimmer sieht so aus, als wie so ein L, das so gesehen umgedreht ist. Dass der gerade Strich immer noch da ist und dieser Strich, der unten ist, einfach oben ist und nach rechts geht. Und in diesem Raum, wo so gesehen noch dieser Strich nach rechts geht, da habe ich jetzt mein PC und alles, da war zuvor mein Bett. Und dann in diese große, in diesem geraden Raum, da habe ich dann an die Ecke mein Bett gestellt und dann so ein, da war zuvor ein Schrank, aber den Schrank habe ich jetzt einfach dahingestellt, wo mein PC war. Also, finde ich ja eigentlich super, so in der kleinen Ecke hier hinten. Wenn ich das so aufnehme, kann man auch die Wand sehen. Da kann man wahrscheinlich auch noch mein Kommunionskreuz sehen, aber egal. Und vielleicht die paar Bilder, die da hinten hängen, von, kann ich euch ja mal sagen, so von irgendeiner Landschaft, dann von was anderem, was ich nicht lesen kann, und von so einer Frau mit einer Katze. Das sind so meine Bilder, die ich in meinem Zimmer hängen habe. Und zudem natürlich so ein paar Kunstwerke von mir, die ich mal irgendwann gemacht habe. Oder eher gesagt, solche Sachen, die ich früher mal in Handarbeit gemacht habe. Beispielsweise so eine Art Katze, die so eine Maus da in der Mitte hat, da wo der Bauch ist. Oder so, ist da so eine Maus.
fragt mich nicht, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Da müsste man meine ehemalige Dingslehrerin, Handarbeitslehrerin aus der Grundschule. Und dann habe ich dann noch so eine komische Irgendwas-Maske. Die sollte irgendwie für Fasching sein oder so. Was vielleicht auch manche Leute von euch als Karneval erkennen. Da jetzt, na gut, aber der Begriff, aber an sich, damit ihr es wisst, Karneval und Fasching ist eigentlich ein und dasselbe. Bloß so in einem Teil von Deutschland. Also, so Fasching ist mehr im Süden beheimatet, also bei mir in Bayern. Und Karneval ist eigentlich mehr so im Norden, so in Nordrhein-Westfalen und sowas, Sachsen, das Ganze. Das denke ich zumindest. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ich weiß auf jeden Fall, so links Nordrhein-Westfalen ist es auf jeden Fall so. Beispielsweise nehmen wir auch Köln. Da ist dann in Köln ist dann so ein richtiger Umzug. Hab mir einige Videos davon angeguckt von ein paar YouTubern. Das war letztes Jahr. Und so, also. Pixelfehl runter von meinem Bildschirm. Werde jetzt vielleicht mal so 40 Minuten aufnehmen. Habe ich dann zwei Folgen. Ich. Jetzt, und, oh ja, und das ist mein neuen Upload-Rhythmus. So was. Und zwar, ich habe den ja umgestellt. Ich habe da ja so einen Kommentar oder so ein Video geschrieben von Parawork. Dass ich keinen Bock mehr habe, dann immer so zu warten, Videos hochzuladen, bis ich dann hier Dingens habe. So die Folgen von was anderem, beispielsweise Parawork hochzuladen, wenn ich einfach auf Pen & Paper habe. Und habe ich dann einfach angefangen, hier Paraworld immer so täglich eine Folge rauszuhauen. Statt irgendwie zwei, weil dann das frisst also diesen Puffer, den ich da habe, nicht so leer. Dann habe ich noch was so für die Tage. Da hatte ich noch. Ich hatte noch vier Aufnahmen. Oder wie gesagt, vier Folgen. Die ich alle zuvor noch schon wenigstens gerendert habe. Und hatte aber hier von Nice of Pen and Paper nichts mehr. Da habe ich dann einfach hochgeladen. Ich werde auch Nice of Pen & Paper hochladen, weil ich keine Parawood-Folgen momentan habe. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Parawood aufnehmen werde. Vielleicht gucke ich danach nur ein paar Videos noch. Zudem muss ich noch meine Rewe-Hausaufgabe machen. Wobei ich muss eigentlich die Rewe-Hausaufgabe, die ich schon gemacht habe, bloß nochmal abschreiben, da ich da so einen kleinen Fehler reingebracht habe. Aber den kann ich ja beheben, weil ich habe es anders geschrieben, als wir es schreiben sollten. Und da würde mich meine Lehrerin wahrscheinlich wieder anscheißen. Ich kenne diesen Ort. So, genug mit dem Gegrinde. Wo seid ihr am Grinden? Ihr habt doch nur Spaß, wenn ihr EP und Gold sammelt. Da dieses Portal ein Weltereignis ist, wollten es viele Abenteurer untersuchen. Viele von ihnen aber verschwanden beim Versuch. Oder auf dem Weg zum Portal. Die Monster lassen deshalb mehr Gold fallen, das sie vorher den Abenteurern abgeknöpft haben. Darüber hinaus verkaufen die Händler ihre Gegenstände günstiger, weil sie neue Abenteuer anlocken möchten, die Geheimnisse, um das Portal zu öffnen. Klasse, extra Gold und billigere Gegenstände. Und mit keiner Lebensform. Oh, ihr habt mir die Sachen gebracht. Dann lasst uns mit den nächsten Aufgaben fortfahren. Das war doch leichter als gedacht, oder? Überschleim. Chupacabra, Mr. Kuka. Chupacabra. Leider bin ich nicht so stark. Ich besitze besondere Fähigkeiten, aber ich kann mich nicht um alle Monster gleichzeitig kümmern. Ihr müsst uns den Weg zur Höhle des sofortigen Todes freikämpfen. Aber warum solltest du denn dorthin gehen wollen? Wir müssen uns einen anderen Ausweg aus dieser Höhle suchen. Er wird uns zu dem Ort führen, wo ich mit dem Bau der Docks beginnen sollte. Docks? Diese Welt besteht nicht nur aus diesem Stück Karte, das ihr habt. Die Pen and Paper Welt ist weitaus größer als ihr denkt. Was? Bist du wahnsinnig? Ich
ich habe keine Zeit, euch davon zu überzeugen. Es gibt immer noch so viel zu erledigen. Töte 7 Chupacabras. Was mir noch einfällt, und zwar, ich weiß gar nicht mehr, ob wir es kennen, aber ich komme jetzt einfach mal mit. So, los, Freddy, Bus bauen. Na, man kennt ihr wahrscheinlich hier so das Bus bauen, wenn nicht, dann könnt ihr es mal nachgucken. Das ist auch so Trend jetzt erstmal in meiner Klasse. Da hat hier irgendjemand so dieses Bus bauen Zeug da mitbekommen. Natürlich, jetzt habe ich dann auch den Zählort gezeigt, weil ich muss sagen, diese Stimme von diesem Typ, der einen Bus bauen will, der hört sich, die Stimme von ihm hört sich irgendwie so an wie die von ihm, so, oder zumindest so ähnlich. Und er hat mich dann so gesagt, oh Gott, was schickst du mir da immer? Aber naja, gut. So schlecht ist das jetzt auch nicht. Ich hab gesagt, bau den verdammten Boss. Ach ja. Ihr solltet euch das mal anschauen. Ein Film, in dem das vorkommt, kenne ich zwar nicht. Manche sagen es wahrscheinlich so, du musst den Film kennen. Naja, aber egal. Ich hätte aber auch zudem noch mit dem, dass ich wenig Zeit hatte. Ich hatte auch in den letzten Tagen so ein paar schulische Sachen zu tun. Beispielsweise, ich hatte hier so Referat und so ein paar Proben. Morgen kriege ich Englisch raus. Das ist wahrscheinlich wieder die totale Vernichtung. Zumindest, ich hoffe jetzt, dass ich wenigstens nicht, dass ich eine 5 oder eine 6 habe. Weil es wäre ganz schlecht. Weil würde ich immer noch im Zeugnis in Englisch auf einer 5 stehen. Und hier Leute würden natürlich sagen, ja, was bist du denn für ein Schmuck? Bisschen Englisch voll scheiße. Ich muss sagen, bei mir an der Schule Englisch oder Englisch mit meiner Englischlehrerin ist einfach nur schlimm, weil die da einfach nur
Die Ahnung nach schlecht.